Unter dem Begriff Assimilation wird die Angleichung eines Zustands verstanden. Diese Angleichung findet sich in vielen Kontexten wieder. Der Lernpsychologe Jean Piaget versteht unter Assimilation eine Eingliederung neuer Erfahrungen in vorhandene Schemata. Ein Beispiel für Assimilation ist ein Kind, welches zum ersten Mal einen Medizinball in ein Tor schießen möchte. Das Kind hat bereits Erfahrungen damit, einen Fußball zu schießen. Es weiß, dass der Ball durch seine Kraftwirkung bewegt wurde. Aufgrund dieser Vorerfahrungen passt das Kind seine Krafteinwirkung nach und nach an das Gewicht des Medizinballs an. In der Kulturforschung meint Assimilation die Übernahme aller Elemente einer fremden Kultur, sodass die eigene Kultur ersetzt wird.